Ja, herzlich willkommen zu Let's Play Zauberer und Prinzessin mit lustigen Schalterrätseln. Ja! Jawoll! Mit Sieg auf der ganzen Linie, die Musik ist stehen geblieben, es leckt und keine Ahnung, alles ist irgendwie gerade überfordert. Und wir können rausgehen. Und speichern. Das ist doch jetzt hier bestimmt schön. Ein Rennrätsel! So. Was mache ich mit dir? Wir gehen erstmal hier durch. Langsam habe ich das... Na? Hallo? Danke. Was kann ich denn mit dir machen? Aber ich kann mich dahinter verstecken, dass Horst Inge nicht schießt. Lupenreinen Kristall erhalten. So. Soll ich etwa da oben? Ist da was? Ist da was? Ich habe keine Ahnung. Ne, da oben ist nichts. An dem muss ich nur vorbei. Also was heißt nur? Kann ich das wenigstens hier so schieben? Gar nichts. So. Also war ich hier am Anfang schon richtig. Gut. Speichern. Geschicklichkeitsspiele hoch 10. So, und jetzt neue Motivation ins absolute Dunkel. Warum ist es hier plötzlich so stockfinster? Ja, such erstmal den Lichtschalter. Nein, ich kann mich selbst sehen. Also bin ich wieder in einer dieser seltsamen Zwischenwelten? Aber es ist diesmal nicht der Zauberer. Aber wer bist du? Ach so, alles klar. Sei gegrüßt, kleine Prinzessin. Der hat mir gerade noch gefehlt. Ich hab dich schon erwartet. Am Ende bleibt wieder alles an mir hängen, aber das wusste ich schon von Anfang an. Schon als ich dieses Mädchen das erste Mal sah, war mir klar, dass sie dich nicht aufhalten wird. Okay, machen wir die Textbox nochmal. Schön. Schon als ich dieses Mädchen das erste Mal sah, war mir klar, dass sie dich nicht aufhalten wird. Sie ist nämlich alles andere als eine schwarze Königin. Das wusste auch der Zauberer. Er hatte wohl Angst, sich einen Menschen zu suchen, der rücksichtslos und grausam ist. Obwohl es davon so viele gibt. Was sagt uns das? Dass auch er seiner Rolle nicht gerecht wird. Deswegen werde ich ihn töten und seinen Platz einnehmen, sobald die Welten miteinander verschmolzen sind. Das ist ein genialer Plan, wie es von Rumpelstilzchen zu erwarten war. Im Märchenland ist es langweilig. Egal welche schrecklichen und grausamen Pläne ich schmiede, am Ende werden sie immer veraltet. Doch in deiner Welt ist das nicht so. Ich denke, dass ich dort sehr gut unterhalten werde. Weißt du, was die Kunst des Böseseins ist? Seine Opfer so lange wie möglich leiden zu lassen und jeden Moment auszukosten. Du bist doch verrückt. Ja, das auch. Das mag sein, verrückt nach Unterhaltung. Weißt du, Langeweile ist weitaus schlimmer als alle Höllenqualen. Ich spreche da aus Erfahrung. Wenn es dir da unten so gut gefallen hat, schicke ich dich da gerne wieder zurück. Hey, das hättest du wohl gerne. Doch jetzt bin ich mal an der Reihe. Die anderen haben ja alle versagt. Möchtest du wissen, was ich als erstes mache? Ich werde deine Freunde dafür bestrafen, dass du dem Zauberer ständig in die Quere kommst. Wenn du ihn auch nur ein Haar krümmst, dann... Hehe, mehr als... Was? Ich verstehe die Textboxen nicht mehr. Ich glaube, ich drehe langsam durch. Hehe, mehr als... Aber sie selbst. Ich denke mal, mehr als das... Ja, und seit wann hat Rumpelstilzchen einen Overhead-Projektor oder einen Beamer? Uh-oh. Ronja im Rollstuhl, Melissa beim Wuffel? Ey, die Zwillinge machen Noemi fertig? Hallo, nein? Nein. Das werde ich niemals zulassen. Woher willst du denn wissen, dass es nicht schon längst passiert ist? Weil ich... So lange bin ich doch noch nicht hier, oder? Wer weiß. Nein, ich glaube dir nicht. Möchtest du wissen, wie deine Zukunft aussieht? Ja, das möchtest du bestimmt. Nein, will ich nicht. In der Psychiatrie wahrscheinlich. In Calm Falls. Erschreckend, nicht wahr? Aber es ist trotzdem unausweichlich.
Du wirst den Rest deiner Tage in diesem Heim verbringen und apathisch aus dem Fenster starren. Du unterschätzt mich wirklich. Denkst du, dass ich auf deine Illusionen hereinfalle? Ich weiß, warum du das machst. Weil du Angst hast. Du bist nichts weiter als eine kleine, schwache Kreatur, die sich anders nicht zu helfen weiß. Okay. Machtwort von Elisha. Und wir kämpfen. Nein, ich will nicht gegen Ruppelstilzchen kämpfen. Nein, 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 nein. Mano. Endlich bist du wieder bei Sinn. Du bist widerspenstiger, als ich dachte. Ich muss dich wohl auf traditionelle Weise aus dem Weg räumen. Ich will doch aber nicht gegen ihn kämpfen. Ruppelstilzchen. Ich hab dir doch einen Kopf versprochen. Dort vorne ist einer. Warum kämpft dieser kleine Feigling nicht selbst? Gott sei Dank, wir müssen nicht gegen Rumpelstilzchen kämpfen. Hehe, dann wäre er ja kein kleiner Feigling mehr. Also kein Schnaps. Also, ach. Peinliche Wortwitze, lassen wir das weg. Kümmere dich erstmal um diesen Kopflosen. Rumpelstilzchen läuft ja schon nicht weg. Doch, macht er doch gerade. In Ordnung, wir kämpfen gegen Rumpelstilzchen. Angriff. Und wir verstecken uns. Bewegen. Ne, wir gucken dann in der nächsten Runde erstmal, was hier drin ist. 5. Wir regenerieren. Er ist jetzt stärker und er wird auch nicht angreifen. Hebel drücken. Welchen Hebel möchtest du ziehen? Links. Bringt nix. Okay. Dann einen normalen Angriff, bitte. Warum greift er uns denn nicht an, der Gute? Okay, ich wünsche mir nie wieder etwas. So, jetzt aber... Hebel drücken. Welchen möchtest du ziehen? Jetzt mal den in der Mitte. Ich möchte nämlich eigentlich angreifen. Ich möchte wissen, was es mir bringt, diese Hebel zu drücken. Rechts... Was bringt mir das? Kann ich jetzt in der nächsten Runde die Truhe aufmachen oder was? Hoppala. Ja. Was kann ich denn hier machen? Ich muss ja eine Kombi rausfinden oder was? Ach, jetzt. Ach, so. So, und jetzt... Granate, mein Freund. So. Juhu! Aber das heißt, dass Rumpelstilzchen dann vielleicht doch der epische Bossgegner wird. So. Ja, dort ist dieses blöde Vieh. Technik. Granate nochmal. Mein Freund. Und dann werden wir uns gleich in die Defensive verziehen, sobald wir... Kann ich wieder nicht. Kann ich... Dann werde ich erstmal meine Abwehr hochzimmern. So. Und in der nächsten Runde werde ich dann 2 Bewegungsschritte dafür benutzen, um ganz nach links zu kommen. Okay. Aber die Figur des Rumpelstilzchen ist wirklich gut getroffen. Also zum Beispiel bei Shrek, da hat ja Rumpelstilzchen auch eine sehr entscheidende Rolle gespielt in einem Film. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, welcher da das war. Aber da war ich ein bisschen enttäuscht. Also von der ganzen Charakterinterpretation und so weiter. Aber der hier ist echt gut geraten. So, wir verstecken uns jetzt. Sieh zu, du kopfloser Ritter, der sich gerade ein Skelett drauf zimmert. Glaubst du jetzt, dass du cool bist, oder was? Und warum greift dieses blöde Flammvieh nur mich an? Warum nicht den kopflosen Ritter? Gut, er wurde vom kopflosen Ritter heraufbeschworen, aber das heißt ja nichts. So. Und ich glaube, Rumpelstilzchen hat das mit dem Kopf nicht zu uns gesagt, sondern eher zu dem kopflosen Ritter. Gut, dann, aber wenn er gewinnen würde, hätte er halt einen Kopf von einem Mädchen drauf, was für einen schwarzen Ritter jetzt nicht, auch nicht gerade unbedingt, was für die Männlichkeit ist. Ja, mein Freund. Ja, ja. Wir sind mittlerweile richtig stark geworden, jedenfalls was die Zauberpunkte angeht. So. Ist gut. Bewegen. Ich gehe mal hier hinten hin. Technik. Granate. So.
Und bitte, du blödes Feuervieh.